Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ach, in Elden Ring angekommen. Ich bin noch sehr am Anfang. Gerade das Pferd bekommen. Und bin hier an so einem Camp dran. Let's go. Ob ich Nioh 1 und 2 kenne? Kennen, ja. Nie. Nicht gespielt. Ach, parieren. Das ist einfach, es ist so schön. Ja, Nioh soll auch richtig gut sein. Ah, ihr spielt auch Nioh. Nice. Nee, den lassen wir noch ein bisschen kommen. Nioh ist nicht von From Software, okay. Sind so Fledermäuse, die habe ich bisher nicht bekämpft. Da will ich jetzt nicht unbedingt direkt reingehen. Okay, Nioh scheint ein sehr tiefes Kampfsystem zu haben. Ah, Messingschild. Okay. Einen anderen Schild bekommen. So, jetzt können wir uns doch mal in Ruhe um den nochmal kümmern, oder? Was leuchtet eigentlich da hinten? Da glitzert irgendwas. Das muss ich mir mal angucken. Gibt's doch nicht.
Den kriege ich, wenn er den Schwung aus seiner linken Richtung macht, den der geht. Boah. Uff. Ah, verdammt. Wenn man jemanden mit 1000 plus Stunden bei Nioh zusieht, kann man meinen, der spielt ein anderes Spiel. Okay. Na. Also mit den Lanzen habe ich noch ein bisschen Probleme. Komm. Ach, Mist, das war schon wieder zu früh. Komm, hau mich. Vor allem bei den kurzen Schlägen, die machen. Probier mal den anderen Schild aus, den ich jetzt gefunden habe. Ah, den kann ich nicht benutzen. Wegen zu wenig Stärke. Aber vielleicht kann ich die leveln. Kann ich das jetzt an jedem Leuchtfeuer machen? Sieht der mich, wenn ich jetzt hier im Gebüsch sitze? Weil der läuft ja eigentlich am Gebüsch vorbei, oder? Okay, er sieht mich. Loot? Nein. Ja, tatsächlich. Ich wusste allerdings nicht genau. Also mir wurde halt mal gesagt, so kleinere Schilde sind besser für Parries, aber in Dark Souls 3. Und ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass die Mechanik hier ähnlich funktioniert. Und habe den kleinen Schild bei ihm gesehen und gedacht, okay, dann probieren wir das. Ah, okay, der hat mich jetzt auch gar nicht angegriffen. Genau, ein Buckler. Ich... Ja, kenne ich. Nee, nee. Scheiße, jetzt kommen sie alle. Ah, okay, vergiss es. Weg hier!
Upp. Oh, dieses Lager. Kommt, Leute, ey. Ich will jetzt dieses Lager fertig kriegen. Ich pack's einfach nicht, wenn diese Lanze ist echt noch... Ah, Mist. Also bei mir geht's. Ich habe mich relativ schnell an Y gewöhnt. Allerdings nicht jedes Mal so. Also. Manchmal bin ich noch drin, vor allem weil ich ja gerade eben vorhin noch Dark Souls gemacht habe. Ja, komm her, hier bin ich. Was glotzt du so blöd? Komm her. Gibt's nicht. Vielleicht kann ich die zustechen, das Zustechen vielleicht gar nicht parieren? So, was leuchtet da hinten? Das muss ich mir jetzt angucken. Hier ist nochmal ein Leuchtfeuer. Lol, okay. Oder halt eine Gnade. Nee. Ah, jetzt habe ich sie aber nur. Oder sind die jetzt respawned? Nee, sind sie nicht. Was ist hier Loot? Ah, sowas wieder. Rovafrucht, okay. Aber ich probiere mich jetzt nochmal an dem hier. Komm her. Ah ja. Kommen Sie, kommen Sie. Oh, wie ich ihn nicht krieg. Das gibt's doch nicht. An diesem Bob. Ach, guck mal, aber ich darf hier aufstehen. Okay. Machen wir den Bob zuerst. Hallo. Okay. Gibt's nicht. Gibt's nicht.
Komm jetzt aber mal. Na bitte. Mensch. Was für eine schwere Geburt, diesen Boy zu killen. Es ist natürlich doof, dass ich keine Heilung mehr habe, aber ich probiere es mal weiter. Vielleicht war das der schwerste. Man muss sich schon konzentrieren, ey. Was ist das hier eigentlich? Ein Karren, da würde ich gerne mal einen Blick reinwerfen. Ist bestimmt was Cooles drin. Hä? Lol. Okay, steht er einfach wieder auf. Schwert des Getreuen. Miedestein. Okay. Ist hier noch ein anderer? Hier war irgendwo noch ein Wolf. Oh ja. Und der hat einen Hammer. Da bin ich mit meinem Leben nicht gut dran. Oh oh. Fuck. Ah, verdammt. Krieg dieses Lager nicht kaputt. Gibt's doch gar nicht. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass hier jetzt noch irgendwas ist. Ich glaube, ich gehe mal weiter. Um jetzt... Es müssten auch wieder 1000 Runen sein. Ich glaube, Runen hieß es hier. Ich werde mal weiterziehen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es hier irgendwas gab. Also ich habe jedenfalls nichts gesehen. Ah, in Ruinen gibt es immer... Ist das hier... Gilt das? Neue Karte gefunden. Ruinen vor dem Tor. Und welche... Ah, wow, jetzt wird hier... Ah, die Karte. Aber das war die Karte, die ich dort gefunden habe.
Ich guck mir das an, was auch immer das ist. Okay, dann habe ich das, was ich dort haben will, habe ich schon in dem Fall. Okay, läuft. Da ist ein Reiter. Das scheint ein normaler Reiter zu sein. Mit Reitern habe ich jetzt noch nicht so gekämpft. Den einen am Anfang, den habe ich schon probiert, aber den kann man ja nicht vom Pferd hauen. Oi. You there. Could you help us out, Cully? You? Yeah, you there. Stop pretending you can't see me. The fuck? Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? Hallo? What'd you go and do that for? Jetzt sehe ich dich. Oh yes, I remember. Some clod turned me into a tree. You were just breaking a spell, weren't you? Ja. Thank you. The name's Bock. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Gute Nacht, Lukas. Schön, dass du da warst. Lucky you came along, really. Jo, gern. Oh, what a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Wieso vergeben? Hey! Or, well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Ja, theoretisch. Right, but I'll need a moment. I'm frightened of them. So I have to gather myself. Du, ich kann dir auch helfen. My knees start knocking, just thinking about that god-awful cave. Am Ufer. Sure. Right, but I'll need a moment. I'm frightened of them. So I have to gather myself. My knees start knocking, just thinking about that god-awful cave on the shore. Alles klar, ich guck mal in die Höhle am Ufer. Eigentlich wollte ich dahin. Was ist das? Fußsoldatenstulpen. Oh, hi. Du hast mich bemerkt, was? Ist das die Masche, die wir hier machen? Aua. Ha, okay, ich glaube, den kann ich nicht parieren. Scheiße. Ey.
Ey, das ist voll mies. Hey, Victor, grüß dich, hi. Oh. Na, Mist. Also bei den Boys mit dem Pferd bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ob man die irgendwie runterholen kann? Ich sehe Elden Ring, ich bin erfreut. Ja, Dark Souls geschafft. Aber es fehlen noch ein paar Bosse in Dark Souls, die werden nebenher nachgeholt. Aber ich habe alle drei Dark Souls geschafft. Was ist das hier? Adornblatt. Okay. Scheiße. Ach. So, jetzt zu dir. Autsch. Ja. Ja. Das ist absolut ernst gemeint. Also, Dark Souls 2, ich hab's beendet, ne? Ich hab ja den Endboss besiegt, aber... Hinzufügen von Talenten. Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um euren Waffen neue Talente zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorigen Talente werden hierbei entfernt. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente. Einige Waffen verfügen über einzigartige Talente und können keine neuen aufnehmen. Affinität. Mit Hilfe eines Schleifens könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um euren Waffen Affinitäten zu verleihen. So können Affinitäts... Angriffsaffinität der Waffe ändern. Attributskalierung verstärken und vieles mehr. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Affinitäten. Eiserner Wille. Okay. Macht es Sinn, die hier vielleicht auf dem Pferd zu bekämpfen? Aua. Okay, nee, mein Pferd haut dann ab. Ich bin tot. Okay. Ups. Der letzte DLC-Boss von Dark Souls 2 war für mich der beste im Spiel. Zu viel geworden. Ja, das wird sich rausstellen, sobald ich es mal probiere, ne? Was laufe ich denn? Ich bin ja blöd. Ich will ja nur meinen Scheiß wieder haben. Kann ich den auch mit dem Pferd einsammeln? Ja. Wunderbar. So. In die Richtung will ich eigentlich eh nicht. Ich muss ja da hoch zur Burg.
Ah nee, ich wollte die Höhle gucken, von dem am Ufer, sagt er. Aber hier ist hier ein Fluss? Ja, hier ist ein Fluss, aber wo ist hier eine Höhle am Ufer? Ich sehe kein Ufer. Ich könnte ja mal auf die Karte gucken, ne? Aha, hier. Praktisch gar nicht benutzt, eher ein Min-Max-Ding. Okay. Meint er die Höhle? Kann ich hier runterhüpfen mit dem Pferd oder sterbe ich? Oh, Pferd kriegt Schaden. Ich auch. Hallo? Runter vom Pferd, bitte. Tunnel. Nee, das ist keine Höhle. Wow, jetzt bin ich hier unten. Oh. Oder meint er die Höhle? Aber warte, nun mache ich mir hier gleich einen Marker drauf, dass ich hier noch nicht drin war. So. Oh, what the f... Holy shit! Ja, jetzt... Warte mal kurz. Wieso kann ich den Bogen jetzt nicht... Wie funktioniert das nochmal? Y und dann... Nee. Doch, eigentlich Y und dann... Ah, okay, so. Wie viel Schaden macht der? Nicht so viel. Ins Auge. Ah, das ist schon geil, ey, mit dem Ross. Und dann so ein Drache, hey, das ist mega geil. Du, nicht abhauen, wir sind noch nicht fertig mit zwei. Erst wenn einer von uns tot ist. Ah, verdammt.
Ja, die Pfeile reichen nicht. Aber das ist mir schon klar. Das war mir schon klar, dass die Pfeile nicht reichen werden. Alter, wie hier auch alles so ein bisschen abfackelt. Alles ein bisschen abgefackelt jetzt. Viele kleine Schnitte. Viele kleine Schnitte. Oh. Paul auch geht auch in die auch zum Schlafen. Gute Nacht. Gut. Haben wir das mit dem Drachen auch mal probiert? Hat nicht so ganz hingehauen. Aber wir kommen wieder. Jetzt gehen wir erstmal Hauptstory noch weiter hinterher. Ist das euer Ernst? Na gut, dann reite ich hier schnell durch. Herba. Hallöchen. Oh, die Seelen. Scheiße. Stimmt. Goldene Saat. Naja, halb so wild, oder? Vielleicht überlebe ich's ja. Den Ausflug nach hier oben. Warum windet's jetzt hier? Schmiedestein. Ja, am Anfang ist das ja eh. Die sind ja schnell wieder gefarmt. Das ist ja nicht so wichtig. Irgendwo müsste doch sicherlich. Was da vorne ist? Das Leuchten eines Leuchtfeuers? Ja, ne, oder? Einer Gnade. Nee, was bist du? Warum leuchtest du so schön? Der Samen des Erd. Nee, wie heißt der? Der Baum. Der ein Samen vom Baum. Ist hier gewachsen. Aber warte, ich konnte doch. Das zeigt mir ja auch das nächste Leuchtfeuer an. Also eigentlich. Oder die nächste Gnade. Müsste die ja doch irgendwo noch ein Ticken weiter oben sein. Hi! Ja, warum fallt ihr aus dem Himmel? Warum fallt ihr vom Himmel? Ah, guck mal hier. Da leuchtet's. Ah. Ist wohl nicht so euer Ding. Zeit vertreiben, Flaschen, Zauber lernen. Kann ich welche lernen? Nee. Truhe sortieren, mit Melina sprechen. Ja, Stufe aufsteigen geht ja jetzt nicht. Ja, 1000. Also 2 Level wären es gewesen. Halb so wild. Halb so. Ui! Hütte am Sturmhügel. Hallo! Und du? Across the sea for me, they fought. For me.
only to have their arms taken. Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know, if you're grafted by the spider, you become a chrysalid? It's quite a lark when you think about it. Julius, das ist ein verdammt guter Punkt. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. I know. Can you take this little one along with you? Asche der Geisterqualle. The poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think, the little one. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, klar. Tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know? It was a pleasure to see you. Okay. Oh, can you pass on a message for me? Oh, Steinschwertschlüssel. Nice. Achso, nee, genau. Ich wollte ja jetzt... direkt hier hoch. Achso, da muss ich da außen rum wahrscheinlich. So, wo sind denn... da sind die Seelen. Kann ich das von hier aus? Nee, das ist die Höhle. Rotkäppchen will wohl... will sich von einer Spinne... Spinne fressen lassen. Das ist schon irgendwie wild. Hey, die Ospe. Danke für den Raid. Und hi, herzlich willkommen, grüßt euch. Und wieder zurück. Wie lief's bei euch? Ey, Julius, perfekt. Pesche, hi, Ospe, grüß dich. Bekämpfe ich jetzt vier Leute oder laufe ich einfach dran vorbei? Achso, nee, erstmal würde ich gerne leveln. Kill Counter? So was habe ich gar nicht erst. Weißt du schon, was du für ein Bild machen willst? Das ist immer die geilste Frage, auch durch Dark Souls durch. Ich lasse das irgendwie immer auf mich zukommen. Das ist so ein... ich finde dann irgendeine Waffe und denke, die sieht cool aus, die will ich benutzen. Und dann skill ich in die Richtung, danach finde ich eine neue Waffe und denke, die sieht cool aus. Dann skill ich in die Richtung, also... keine Ahnung. Killcounter, kann ich, gibt's in-game einen? Oder müsste ich den selber mit? Zum Bettler überredet. Ach du Scheiße, nein, ehrlich? Ospe auch das erste Mal Elden Ring? Oder schon öfter? Ich
Battler ist OP? Fuck. Das erste Mal ein Souls-Game. Überhaupt, okay. Ich habe vor 3 Monaten, am 6. Dezember letztes Jahr, habe ich angefangen mit Dark Souls. Und das war auch mein erstes mit Dark Souls 1 und das war auch mein erstes Souls-Game überhaupt. Ich habe immer gesagt, ich will erst die Dark Souls-Trilogie spielen, bevor ich irgendwelche anderen... So, ich wollte 14 Stärke, glaube ich, wegen diesem anderen Schild, damit ich das mal testen kann. 16, okay, dauert noch ein bisschen. Mit Battler auf Level 1 zu starten hat viele Vorteile. Ihr hättet, also dazu hättet ihr mich nie überreden können. Das klingt irgendwie dumm. Ich weiß nicht. Ich hätte euch da nicht vertraut. Ich hätte gedacht, ihr wollt mir irgendeinen Blödsinn unterjubeln. Die ersten Level sind billiger. Ah. Hier ist doch so eine Lady. Warum kann ich hier spawnen? Achtung, ich komme. Wow, okay, hi. Ich muss hier mal durch. Oh. Ciao. Was wird das jetzt hier? Pferd OP, ja, Vollgas. Was ist hier mit Flaschen? Flaschenaufladung hinzufügen, Anzahl der Flaschen. Ah, mit einer goldenen Saat. Cool, ja klar. Melina hat was zu sagen. This tiny golden aura is the grace. Quasi arg. Hey, Ospe, danke für den Follow. Also I hear. You can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Hau rein. Danke für den Raid nochmal. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shardbearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Let my hand rest. Nee, ich habe ja nicht genug. Passt. Melina, dankeschön. Bist du nicht so eine... Ach so, nee. Nein, das wollte ich doch nicht. Ich will doch niemanden herbeirufen. Ah. Ich will das doch alleine machen hier. Oh. Was? Anscheinend. Emboldened by the flame of ambition. Ah, okay. Ey, hi, wer bist du denn? Margit. Ah. Hi, Margit. Na? Kann ich deine Waffe auch parieren? Ich vermute, du bist... Das ist zu groß. Also ich würde jetzt meinen, dass es zu groß ist, um das zu parieren.
Aber ihr meintet alles. Bester Try bisher. Ja. Ja. Harry funktioniert. Echt. Okay. Aber nicht bei der Attacke. Ach komm, wir nehmen das Zeug mal mit. Könntest du bitte nicht, wenn ich saufen will? Ich finde den Moment nicht. Aha. Da war der Moment. Nicht mit allen Moves. Ja, das denke ich. Das denke ich mir. Das habe ich schon bemerkt, glaube ich. Muss halt rausfinden, bei welchen und bei welchen nicht. Das ist so ein bisschen, da das wirklich schwer erkennbar ist. Also von oben, wenn er von oben auf mich drauf fällt, da gehe ich einfach davon aus, dass ich das nicht parieren kann. Naja, bei dem Move bin ich mir auch nicht sicher, ob das parierbar wäre. Ah, zu früh. Bisschen üben. Was dürfen wir denn sagen? Was geht und was nicht? Willst du immer alles selbst rausfinden? Also bei Elden Ring sehe ich es nicht ganz so schlimm. Ich möchte wirklich gerne parieren. Ich habe Spaß dabei, Gegner zu parieren. Das finde ich spaßiger als diese Rollerei. Deswegen, also, es wurde schon gesagt, so 99% der Waffen sind alle parierbar. Deswegen gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich bei allen Bossen auch das Parry funktionieren müsste. Mit dem Schwanz, okay. Ah, zu spät. Ladies foolish ambitions to rest, ja. Wie oft habe ich den Satz jetzt schon gehört? Gerade nochmal gelesen oben im Chat. Okay. Aua. Lass mich kurz das hier nehmen. Danke.
Ich habe das Timing noch nicht ganz raus. Ja, das wird jetzt schwer, hier noch was zu holen. Der Noob-Filter. Beschäftigt beim ersten Durchlauf. Ja, das ist jetzt... Ich glaube, das ist der erste richtige Boss. Oder das wird ein richtiger Boss sein. Bei dem... ich jetzt parieren probiere. Das andere war... alles so ein bisschen... So Mini-Bosse halt in Dungeons. So, die habe ich jetzt schon den ein oder anderen mitgenommen. Ach komm, ich wollte meinen Loot holen, du Nasenbär. Nee. Das war nix. Bei dem Gameplay würde ich meinen, du hättest nur Sekiro gespielt. Deine Waffe denn aktuell plus 1. Guter Hinweis. Das kann ich hier an dem Feuer machen, ne? Forgive me. I've been testing you. To see whether or not grace truly does guide you. And whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Was? Nein! Wieso? Oh, wo war jetzt die Schmiede? Muss ich da an diese Schmiede gehen? This way, tarnished. May I have a word? Nee, ich will an die Schmiede. Da. Kann ich die denn? Ja, ich habe natürlich jetzt keine Seelen dabei. Ach Mann. Was willst du von mir? Ha? A pleasure to meet thee, tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Nö. Trifle not with me, tarnished. Or didst thou merely forget the name of the spectral steed thou callest? Ich will es dir nicht sagen, du bist komisch. Ach, die geben 4, ne? Das bringt mir ja gar nichts. Nein, only run. So weit ist es ja auch nicht. Ich brauche nur ein paar Seelen. Die anderen liegen noch bei dem Boss, die 700. Komm mal her, du.
Fingerjungfer? Wie Fingerjungfer? Hallo, die wollen mir alle was Böses. Hey. Bolzen der Getreuen. Das ist doch ein Souls-Game und das ist von FromSoft, also bitte. Die werden schon noch mal kommen, wenn sie wirklich was von mir wollen. Ich hab doch jetzt einen Plan, oder? Ich baue mir den Elden Ring. Aber das sind nette NPCs. Ach, Leute. Ah, Entschuldigung. Ah, okay, okay. Das nächste Mal, wenn ich sie irgendwo sehe, frage ich mal, was sie wollen. Ja, aber ich kann doch nicht. Ich weiß doch nicht, welcher von denen mir helfen will und welcher nicht. Hallo, die leuchtet blau. Ich weiß nicht, ob das was Gutes bedeutet, wenn was blau leuchtet. Dark Souls hat mich gelehrt, dass es eher nicht so geil ist, wenn irgendwer blau leuchtet. Hier, der nackte Drache zum Beispiel, der hat blau geleuchtet. Dann in Dark Souls 3 der andere Drache da unten im Kerker, das Ocelot. Wie viele Seelen habe ich jetzt? Wie viele? 400, das reicht für das Level Up. Ah, jetzt ist sie weg. Schade. So, jetzt hat. Also. Guck, plus 2. Und den auch noch plus 1, den Schild. Den Buckler. Fanboy von Seth. Geil. warte, wir wollen jetzt erstmal, genau, ich habe hier ja noch einen Boss vor mir. So. Also. Jetzt nochmal. Aufgelevelte Waffe. So. Und danach können wir gerne nochmal mit allen reden, aber ich hatte doch einen Plan. Ich musste doch jetzt hier erstmal mich um den kümmern. Den von oben. Oh, okay, Moonlight Greatsword. Ja, das wurde, habe ich ja vorhin kurz geguckt gehabt. Ja, stimmt. Ich habe das in Dark Souls 1, habe ich es leider nicht geschafft. Du mit deinen dämlichen Dolchen. Schon wieder viel zu viel saufen müssen. Alter! These foolish ambitions to rest.
Kriege ich ihn irgendwie anders kritisch getroffen? Nee, ne? Ich will dir nochmal die Karte zeigen, klar. Sekunde. Genug? Mehr? Länger? Kürzer? Bitte, bitte. Ups, das war verschwendetes Saufen. Eieiei. Er ist schneller als man meint dann. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen mehr auszuweichen. Beim Parieren hatte ich das Gefühl, er ist langsamer. Und jetzt hatte ich das Gefühl, er ist ziemlich flott, der Kollege. Also ich habe auf jeden Fall für den kritischen Treffer wesentlich weniger Zeit. Ups. Da einmal kriege ich es irgendwie dahin, dass es klappt. Ich muss halt eigentlich auf den Perry gehen mit dem Dolch, ne? Das gibt's nicht. Nee. Wer zu sagen, ob man diese Attacke... ob ich die parieren kann. Und die kommt so schnell. Mist, zu früh. Ah, zu früh gedrückt. Ich muss auch unbedingt einen Ticken näher an ihm dran stehen, dass ich den kritischen Schlag dann machen kann nach dem Parry, wenn der erfolgreich war. Ich stehe zu weit weg. Und dann kann ich ihm keinen Crit mehr geben. Ha ha ha!
Jetzt habe ich langsam. Ah, zu früh, glaube ich, diesmal wieder. Und dann kommt noch ein... okay, er hat auch noch einen Goldhammer am Start. Einen Glitzerhammer. Ich hätte auch gerne einen Glitzerhammer. So, komm her, du. Ups, das war nix. In den Bauch. Ah. Oh, schmerzhaft. Bis da hinten hin, echt? Ich glaube, ich habe langsam seinen Moment raus. Ah. Sagte er und starb ehrenlos auf dem Schlachtfeld. Ey, das macht aber Spaß. Das ist geil mit dem Parry. Finde ich einfach geil. Das ist ein geiles Gefühl. Okay. So, jetzt können wir beide. Mist, jetzt bin ich aus dem Timing raus. Schade, dass er nicht runterfallen kann. Mist. Ja, den Goldhammer. Bis zum Goldhammer schaffe ich es mittlerweile.
Die Sache ist auch die, dass ich mit dem Dolch ja gar nicht... Was soll ich da normalen Schaden machen? Also da müsste ich jetzt... Habe ich eine andere Waffe? Ich habe ein Schwert mittlerweile. Und das kann ich auch gut benutzen. Das macht wahrscheinlich... Ja, das macht gut... Das macht mehr Schaden. Auf jeden Fall. Damit könnte ich sicherlich mit Ausweichen und so ein bisschen... Da mache ich mehr Schaden. Aber ich finde, es geht mit dem Dolch. Eben, das ist es halt. Ohne die Parries ist der Dolch einfach echt lame. Ah, diese Magie-Dinger kann ich auf keinen Fall... Ja, mit den Parries ist es ordentlich. Ah, den mache ich immer noch ein bisschen zu früh. Marius, dankeschön. Dann dir eine gute Nacht. Wahrscheinlich. Ah, Mist. Ladies, Foolies, Foolish Ambitions to Rest. Oh, die zweite Phase, also die zweite Hälfte des Kampfes, so. Ich weiß ja nicht, ob eine zweite Phase kommt. Aber die ist schon, ich glaube nicht, dass da noch eine zweite Phase kommt. Die ist mit dem Parry schon, das ist anders. Man kann auch einfach instant sterben und keinen Schaden machen. Sollen wir uns mal ganz kurz... den Hub anschauen, die Oberwelt. Nicht Ober, den Hub halt. Ja, ist ja keine Oberwelt. Tafelrundfeste. Erzähl mal, was geht da? Very well. Let my hand rest upon you. For but a moment. Das ist aber nicht mein Haupt. Tafelrundfeste. In der Tafelrundfeste versammeln sich Befleckte, die der führenden Hand der Gnade folgen. Ein uralter Friedenspakt untersagt sämtliche Kämpfe an diesem Ort. Das Symbol der Tafelrundfeste zeigt, dass dieser Frieden noch hält. Die Tafelrundfeste befindet sich außerhalb dieser Welt. Sie kann nur durch Schnellreisen über Orte der Gnade erreicht werden. Oh Leute, jetzt gibt's hier einen Haufen Gelaber, oder was? Ich will doch kämpfen. Und ein Schmied. Hi. Gesicht ist neu. Jo. Lay out your arms. Let's get smithing. Kriegsasche. Achso. Was ist das hier? Mit Kriegsasche-Menü könnt ihr Kriegsasche von Orten der Gnade benutzen, um eure Waffen, neue Talente, Affinitäten zu... Genau, das war das.
Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Das Hinzufügen der Affinität kann Angriffe. Affinität, ja, okay. Davon haben wir ja gesprochen. Was könnte ich jetzt, wenn ich das jetzt auswähle, könnte ich Eiserner Wille. Und was macht Eiserner Wille? Detaillierte Ansicht. Hilfe. Erklärung. Nee. Ah, okay, Moment, da sehe ich's. Eiserner Wille macht dann Stärke auf C. Von E auf C. Geschicklichkeit bleibt gleich. Und körperlich wird von 71, wird von 83 zu 71 plus 19. Ja, okay, das würde sich halt dann auswirken. Das würde dann Auswirkungen machen, wenn ich mehr Stärke skille auf dem Dolch, ne? 83 plus 12 sind 85, 95 und da sind 90, 5 weniger. Ah, es wird schlechter, wenn das 10 rot dasteht. Okay, das ist, stellt ein Spektrum dar. Gut, also das bringt mir dann in dem Fall hier nicht so viel. Kann ich hier was machen? Nee, okay. Hier würde... Okay, würde auch nicht so viel bringen. Und ich könnte ihm Dinge verkaufen. Nun gut. Da sitzt jemand, der was zu erzählen hat. Ja, Storytime. Machen wir ein andermal. Ich gehe nochmal mit dem Boss reden. Oh, wow. Okay, das ist da unten in der Ecke. Ich will den eigentlich schon platt machen jetzt. Gibt's doch nicht. Dämlicher Dolch. So, jetzt. Dieser Lichtdolch ist echt nervig. Es gibt doch hier noch, das weiß ich tatsächlich auch noch, das ist auch noch ein Ding. Ich habe doch hier diese Qualle gekriegt. Das ist doch ein Ding da in Elden Ring. Zauberadeligen. Aber das ist dann schon eher so, also wenn man kacke ist, dann benutzt man das, oder? Glühstein. Oh. Habe ich noch gar nicht bemerkt. Wo steht denn das? Hey! Esche, danke für den Follow, Mann. Auch noch am Start. Wo steht denn das mit der Last?
Ah, da, mit Last. Genau, machen wir den mal weg. Nee, leider nicht. Das ist schwerer. Das wird auch alles schwerer sein. Ja, das ist schade, das stimmt allerdings. Also ich meine, die Pfeile rausnehmen, macht das einen Unterschied? Nee, das macht... Boah, Hilfe. Falsche Tasten. Das macht doch keinen Unterschied, oder? Die haben doch kein Gewicht. Nee, die haben kein Gewicht. Ich müsste was ausziehen. Oh, das reicht auch nicht. Das auch nicht. Uff, ich müsste halb nackt da reinlaufen. Also das macht, glaube ich, dann auch nicht so viel Sinn. Aber ich könnte vielleicht ein bisschen was Schwereres anziehen, dass ich nicht ganz so viel Schaden bekomme. Ja, guck mal. So nämlich. Es bleibt immer noch auf mittlerer Last. Magisch, Feuerblitz, heilig, körperlich. Der macht hauptsächlich körperlichen Schaden. Ne? Ich glaube, das eine, das sieht aus wie heilig, um ehrlich zu sein. So dieses goldene Leuchten, die Dolche und so, das sieht nach heiligen Schaden aus. Oh, das ist viel weniger Schaden. Das ist angenehm. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied jetzt. Scheiße, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe X gedrückt und dann war er schon in der Saufanimation und ich konnte nicht mehr wegrollen. Da ist auch Elden Ring immer noch gnadenlos. Da gibt's keine Animation Cancel. Nichts. Wenn du da drin steckst, dann hast du verloren. Gnadenlos. Ah, da bei dem... Bei dem etwas schnelleren von meiner Seite links... Bin ich, habe ich noch nicht raus. Ah. Ah, Mist. Dämlicher Dolch. Ah, dumm. Geht an jedem Leuchtfeuer. Danke für die Info. Gucken wir auch nochmal. Aber ich glaube ja. Ich glaube, das hatte ich gemacht. Heilige Träne nicht im Inventar. Flaschenaufladung. Nicht goldene Saat. Ja, diese goldene Saat, genau, die habe ich vorhin verwendet. Ja. Die habe ich vorhin benutzt. Da habe ich einfach dadurch geklickt und dann stand da, ich könnte das tun und habe gedacht, ja, das passt schon. Machen wir. Habe ich das jetzt nicht wiederbekommen? Bannerei. Hä? Oder doch? Doch, ich hab's wieder. Okay. Hä? Nee. Hä?
Ja, keine Ahnung. Na. Aus dem Rhythmus raus gewesen. Oh, also jeder, der da in diesem Spiel neu ist, ne? Und keine Ahnung von Souls Games hat, so an sich, und dann dieses Spiel spielt. Ich glaube, entweder gehst du hart. Ah, ich glaube, ich habe sie. Ja doch, ich habe es gesammelt, aber nichts bekommen. Entweder gehst du dann so hart dich hochleveln. Weil du denkst, du bist noch nicht bereit dafür. Oder du schlägst das Spiel zur Seite und sagst, okay, keine Ahnung, was die hier von mir wollen. Dass ich da vom Timing so seltsam bin, ist, schade. Ah, da war ich schon wieder. Ah. Selber schuld, Mann, das gibt's doch nicht. Dummer goldener Dolch. Okay. Dein Stab geht schon ein ganzes Stück weit. Ich habe nur dreimal gedrückt, glaube ich. Ah, dieser Schnelle. Schweinerei. Ah, jetzt hast du auch noch ein größeres Schwert. What the fuck? Okay. Ach komm. Bei 50% Leben legt er dann erst richtig los, ey. Oh, okay. Wow. Sauerei, komm schon. Mist. Das war neu. Ah, diese Reichweite von seinem Stecken. Die Reichweite von dem Stecken, man unterschätzt die. Die geht ein bisschen. Ich würde fast sagen, die Reichweite geht einen Ticken weiter, als der Stecken lang ist. Ein ganz kleines bisschen. Er kratzt mich immer noch so ein bisschen am Bauch. Gefühlt müsste ich weit genug weg sein, aber anscheinend. Oder es ist hier einfach schwer zu erkennen. Gibt's doch nicht. Ich bin doch am richtigen Moment. Es würde mich so interessieren, ob ich diesen Lichtdolch parieren kann, aber ich denke nicht. Das würde einfach keinen Sinn machen irgendwie, dass man das parieren kann.
Ey, komm! Man sieht sogar das Aufblitzen am Schild, am Buckler. Man sieht, dass es getroffen hat. Dann kann man kann ich gar nicht parieren. Doch, das muss doch gehen. Also rein vom... Man sieht das Aufblitzen am Buckler. Hallo? Okay, mein Controller hat gemeint, nee, jetzt mache ich mal dreimal nix. Da, das war doch rechtzeitig. Man, es hat Klong gemacht und keine Ahnung. Ja, das war zu spät. Jetzt ärgert mich langsam auch sein blödes Geschwätz. Okay. Hey, das... Also, hä? Komm, fall runter! Ich bin jetzt so oft gestorben, ich glaube, ich könnte ihn mit Ausweichen killen. Nimm mal das Schwert. Buckler weg, Schwert rein. Beidhändig anpacken, so. Nee. Kann ich, wenn ich ein Schwert beidhändig habe, kann ich da auch parieren? Wahrscheinlich nur mit dem richtigen Schwert oder wenn ich ein Parierdolch oder sowas dabei hätte. Sowas wird sicherlich geben, ein Parierdolch. Wäre auch mal spannend. Der geht dann in so eine Stand. Ah, oh, okay. Das kostet dann Magie. Fusselpunkte. Alles klar. Wie schnell dieser Dolch zuhaut, ist einfach so ätzend. Nee, fühle ich nicht. Irgendwie nicht so wirklich. Ah, da müsste dann parieren stehen. Jetzt steht Duell. Glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Es wäre schon mal interessant, so einen zu verwenden gegen ihn, um zu schauen, wie viel Damage das macht.
Ah. Alter, das ist, also wenn er dann, also das ist ja mal, man hat ja gar keine Zeit mehr, ganz kurze Zeiten mal, dass man, oh, da muss man ja, oh, uff. Nee, das... Das und das ist immer noch mittlere Last. Und dann so. Y gedrückt halten, einmal kurz dahin drücken. Und so. Ich könnte natürlich auch mit dem Schwert mal probieren, ob das mehr Damage macht einfach, ne? Schauen wir mal. In der ersten, im ersten Teil quasi einfach. Ja. Ja, okay. Zweite Phase. Nee, erst Y. So. Aua, Assi. Damit. Einfach mal gemacht. Bisschen anders. Bisschen anders. Geil. Das war gut. Okay. Mit dem Duellgriff ihn dann platt gemacht, dadurch, dass er dann gestunt wird, wenn ich ihm viel Schaden mache. Das war richtig gut. Das war nice. Durch diesen Move mit dem schweren Angriff hat er so viel Schaden gemacht, dass er dann einen Stun gekriegt hat, wo ich nochmal einen kritischen machen konnte. Das war geil. Das hat richtig viel Schaden in kurzer Zeit rausgeknallt, ey. Dann musste ich seinen schweren Attacken und schnellen Attacken nur kurzzeitig ausweichen. Hammer.
Gut. Okay, habe ich, wie viel Seelengedöns habe ich denn? 12.000. Geil. Also, bisschen mehr Leben. Ich will mehr Leben. Das ist mir echt zu wenig. So, wie viel haben wir jetzt? Ja, sieht gut aus. Na. Warum gehe ich nochmal hierher? Achso, da ist ein Typ, der hat ein Stück vom Elden Ring und ich will ja Besitzer des Elden Rings gehen. Ja, ich weiß. Ich drücke nur immer die falsche Taste, Julius. Danke nochmal für den Hinweis, aber ich hab's. Ich weiß es, nur ist es noch nicht im Kopf drin. Ich bin doch da unten gerade an der Gnade gesessen. Die sind hier ja super inflationär. Ah. Herbeirufen anderer Spieler. Benutzen eine Krummfinger für Medizin. Okay. Brauchen wir nicht. Finde alle sieben. Ja. Hey, Chala. Lol, da unten gibt's ein Loch in der Mauer. Oh, das ist... Ich kann mich ja hierher teleportieren. Noch mal kurz da hinsetzen, einfach um sicher zu gehen. Ich will wissen, was da unten ist. Das schreit quasi danach, hüpf hier runter. Aber irgendwie auch nicht. Hallo? Okay. Oh Mann. Loot. Loot. Nee. Der Tunnel, der da durchgeht, sagt aber irgendwie schon. Trinas Lilie. Okay, hier komme ich. Da ist ein Loch. Bei der Mauer nochmal Richtung nach oben gehen? Nee. Nee, okay, nee, das ist hier nur Ludwig. Ludwig, lul. Hey! Come over here, would you? Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Du hast einen ganz schön kleinen Kopf für so einen großen Körper. You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Jetzt habe ich der blauen Hexe nicht vertraut, wo ihr sagt, das sind gute NPCs. Und dann soll ich hier so einem mysteriösen Typen in einem Schloss trauen? Nee, nee, nee. Ich, passt schon. Well, if
through the gates, I'll signal them to open. But of course, I'd advise against it. Okay, ich will nicht nochmal mit dir reden. Ich gucke mich erstmal hier um. Und was heißt hier, die Wachen wissen nichts hiervon? Hallo, das ist ein Riesenloch. Hoppla. Oh, man hat euch angekettet. Finde ich ja nicht so cool. Ich würde euch gerne befreien. Kann ich euch befreien? Jetzt habe ich natürlich schon alle Pfeile verballert, ne? Komme ich hier wieder hoch? Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ihr Vögel seid mir zu Recht angekettet. Ja, wahrscheinlich wurdet ihr gezwungen, so zu agieren. Ja, ja, alles gut. Oh Mann. Ist schon wieder so ein Ding. Bin noch keine 10 Meter weit gekommen. Hey, grüßt euch. Ey, 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 ey. Das geht hier ein bisschen zu weit, Leute, Jungs. Das geht hier ein bisschen zu weit, würde ich sagen. Natürlich bewirft er mich mit etwas. Warum leuchtet's hier in der Ecke? Das sind Explosionsfässer da oben und die mit dem weißen Streifen. Nice. Hakenkrallen. Also ich denke, das mit dem Dolch hat sich erledigt. 14 Geschicklichkeit. Löst Blutverlust aus. In der Offhand vielleicht oder so, aber weiß ich auch nicht. Nee. Backen.
Aber wenigstens explodieren die Fässer nicht, wenn man draufhaut. Na immerhin, ey. Trinas Pfeil. Sankt Trinas Pfeil. Will ich da runter? Da hinten ist eine Leiter nach oben, ne? Ja, komm. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Ich weiß nicht, was da unten ist. Tschüss. Ah, Y klettern. Okay. Oh, hi. Da kommt einer runter. Ah, Hilfe. Warte. Ein bisschen risikoreich hier zu kämpfen. So, an der Stadtmauer, wo man runterfallen kann, weiß ich nicht. The Flu, okay, was zum, okay. Da oben hängt einer. Uncool. Ach, guck mal. Ich musste da lang. Ah, die Tür kann ich wahrscheinlich nicht aufmachen. Hier ist noch ein Loch. Kleines. Kann ich diese Türen aufmachen? Anscheinend schon. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich auch die Tür da unten aufmachen. Ha. Das ist die große Frage. Also erstmal den Loot. Dann den Loot. Scheiße. Natürlich ist die Tür verschlossen. Die ich nicht probiert habe, an der ich vorbeigelaufen bin. Ach, wunderbar. Hier durch? Nee. Dann muss ich in die Tür rein. Ins Dunkle, wo ich nicht sehen kann, ob einer hinter der Ecke wartet. Oh. Okay. Ja. Ups. Vor allem dieses Lachen, da war doch noch ein Dritter im Raum. Außer mir und dem. Nicht. Oh. Eigentlich, wenn es nicht sein muss, können wir uns irgendwie einigen, dass ich hier einfach mal schnell vorbeiflitzen darf. Okay. Ach so, das könnte auch der gewesen sein, der hinter mir die Tür versperrt hat. Ja, absolut richtig. Das Hüpfen. Wie, jetzt lässt er auf?
Können wir wieder zumachen? Jetzt lässt er auf! Was eine Schweinerei! Ja, geil! Okay. Ich glaube, da geht's eh nicht weiter. So ein Saftsack. Wer auch immer das war. Da muss ich ja doch alles killen jetzt. Hoppala. Reinschutz der Verbannten. Immer noch mittlere Last. Ja, läuft. Machen wir doch glatt. Ich weiß gar nicht, warum ich hier... Warum habe ich ihn hier... Warum bin ich hier durchgerannt? Die konnte ich ja jetzt easy killen. Da tappt doch noch irgendwas. Nee. Wow. Wow. Deine Trompete hat dir vorhin nichts gebracht, bringt dir jetzt auch nichts. So. Ja, keine Ahnung. Ich hab nicht gedacht, dass er dieses Loch meint. Weil wenn das Loch nicht bekannt bei den Wachen ist, ey, dann weiß ich auch nicht. Dann sind das ganz schön blinde Wachen. Ich dachte, er redet von einem anderen Loch, das er mir noch zeigen will. Und das hier wäre so der Weg, den ich jetzt nehmen kann, ganz unabhängig von seinem Hinweis. Jetzt minimal ungeschickt. Sag mal, wie prügelt denn der? Was ist denn das?
4-0, ja. Er zählt mit. Der verprügelt mich ziemlich hart. Ach nö, jetzt hat er mich wieder gesehen. Hey! Und er hat eine Armbrust. Das ist neu. Was? Meine Runen werden weniger? Nee. Ehrlich? Die, die euch oben einsammeln, werden weniger? Bürgerstirnband. Ah, witzig. Ach, Kappa. Okay. Gibt's in dem Spiel keinen Fallschaden oder was? Nee, ehrlich, warum renne ich denn dann dahin? Die werden wirklich weniger? Ja, das wäre sowas von tot gewesen, auch in Dark Souls 3. In allen Dark Souls wäre das mein Tod gewesen. Alter. Okay, vergiss es. Ich habe Riesenprobleme gegen den. Was ist denn mit ihm? Nee, nicht so. Mach mal das Haupttor auf, bitte. Oh, hello. Glad to see you safe. I've come into some fine goods. Wie Ware gefunden. I can't use one of them. Perhaps you'd like to take them off my hands. Federtierfuß erhöht kurz die Objektentdeckung. Materialherstellung von Objekten. Blutiger Eiterfinger, ja, alles klar. Material zur Herstellung von Objekten, Sturmfalkenfedern. Paar Pfeile, Großpfeil, Ballistenbolzen, Faustschild. Okay, Banditenstiefel. Of course, I understand. Ja, denke ich auch. Ja, mach mal. It's only your neck on the line after all. Oh. Wie er sich freut. Mach mal auf. The gates! Open the gates! Goldene Rune. Ey! Von wo? Holy shit! Okay. Ich habe alles gelootet. So, jetzt machen wir da. Jetzt geht's los.
weiß nicht mal, von wo ihr schießt. Von wo schießt ihr denn? Ach, da oben. Ah, ihr schießt doch einfach auf eure Mates. Aber die stehen nur dort. Alle auf der linken Seite. Kann ich... Nee, hier darf ich nicht reiten. Schade. Oh, ihr trefft aber auch jeden Winkel hier, hä? Huh? Nicht anzünden. Ja, nee. Weiß ich nicht. Müsste ich ganz nach links hochlaufen und erst die Ballisten killen. Ey, ich kann es ja mal probieren, oder? Ich probiere es nochmal. Warte. Und... Nein! Shit! Da komme ich nicht hoch, oder wie? Scheiße. Naja gut, immerhin ist es nur noch eine. Was ist das hier? Zum... Wieso kannst du sowas? Mist! Ah, schade! Da kommen ja noch einige. Ja, vielleicht probieren wir es doch lieber beim Ritter. Ja, okay. Weil das ist ja jetzt alles wieder da, ne? Da komme ich ja jetzt nicht so einfach vorbei. Eieieiei. Nun gut. Aber wie weit ich da komme und welchen Weg ich nehme, das werden wir in der nächsten Folge ausmachen. Und ich werde mal eine Nacht drüber schlafen. Bis dahin sage ich an YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, verehrte Damen und Herren auf Twitch, ist noch jemand wach? Bei euch bedanke ich mich natürlich auch recht herzlich, dass ihr heute so zahlreich am Start wart. Hey, es hat mir richtig Spaß gemacht. Elden Ring wird mir viel Zeit rauben, denke ich. Ich finde es bisher richtig cool. Hier kennt man es an, dass es taugt. Ja, hey, doch, es ist... Es ist ein cooles Spiel.
Auf jeden Fall. Vor allem sieht's richtig nice aus. Also es ist wirklich ein schönes Spiel auch, ne? Das kommt ja auch gar nicht so rüber im Stream, aber ihr kennt es ja zum Glück. Ihr kennt es ja. Wie sich hier die Federn auf meinem auf der Rüstung bewegen und da im Hintergrund, wie der Turm aussieht und die Details und alles, auch das Gras, wie das aussieht, das Schwert und alles, die Rüstung und wie der Charakter aussieht, mega cool, so ein richtiger Ritter, man hat das Gefühl, man ist so richtig, so ein richtiger Ritter in so einer richtigen Fantasy-Welt unterwegs, richtig geil, also auch der Kampf gegen den Drachen vorhin, den ich ja nicht gewonnen habe, aber einfach einen riesen Spaß gemacht mit dem Pferd gegen den Drachen. Ach, geil. Das ist gut. Ja, genau. Oh, wir haben es jetzt ja dann auch echt schon 2 Uhr. Ich habe gesagt, mindestens bis 2 Uhr, aber ich merke, dass man sieht es, glaube ich, auch ein bisschen. Das Auge fängt ein bisschen an zu jucken. Irgendeine Allergie, irgendwas schlägt gerade an und die Müdigkeit wahrscheinlich noch zusätzlich und das in den Bildschirm starren, sind ja jetzt auch schon 8 Stunden Stream. Mehr als verdient, ja, absolut. Genau. Ich bin jetzt auch langsam schon ein bisschen müde. Wir haben heute viel geredet über alles Mögliche. Ich fand's super und wünsche euch eine gute Nacht. Genau, mehr gibt's eigentlich echt nicht zu sagen gerade. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Weil, ja, ich bin auch langsam einfach müde. Genug gequasselt. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Achso, sollte ich jemanden raiden? Ich weiß es nicht. Ich muss mal mich auf Twitch umgucken, damit ich mal ein paar Streamer schaue und dann raide ich wo ich weiß, okay, da könnte ich euch hinschicken. So mache ich das. Ich werde mir mal die Zeit nehmen und ein bisschen durch Twitch durchgucken und schauen, wen man da raiden kann. Oder habe ich irgendwen bei mir in der Liste, bei meinen Leuten? Nee, niemanden. Niemand am Start. Passt. Also, genau, bis dann. Gute Nacht. Tschüss.